Gehen wir mal den Wolf besuchen. Ja, hallo, ich bin der Fari und ich bin wieder in Kinsdorf. Meine Wildkamera abholen und eine andere hinhängen. Ich hatte die ja etwa vor 4 Monaten bestimmt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hatte ich die ja umgehangen wegen Pilzsammelzeit. An der Stelle, wo sie ursprünglich hing, hänge ich jetzt die Siomor CY70 auf. War das ein Wildschwein? Merkwürdig. Tada! Also ich glaube nicht, dass die noch angeht. Burgwächter. Mal gucken. Okay, ist krass, die Kamera geht noch an. Nochmal ein Fuchs. Vielleicht Marder. Der Monitor hat hier oben ein Problem. Da sind Streifen drin. Ich vermute mal, ist ein bisschen feucht geworden. Und die Kontakte sind ein bisschen schwach. Werde ich mir mal angucken. Aber sie funktioniert noch. Selbst wenn der Monitor komplett kaputt ist. Die Kamera geht meistens noch. Sie arbeitet dann halt nur in den letzten Einstellungen. Das ist dann ein bisschen blöd, wenn man ein Passwort drin hat. Dann muss man blöde rumprobieren. Ich baue die jetzt ab. Ich nehme die mit. Mach die sauber. Ich habe noch nicht alle Aufnahmen durchgeguckt. Vielleicht ist ja der Wolf mit bei. Das wäre cool. Wenn nicht, sind trotzdem schöne Aufnahmen dabei. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen.
hier, das ist ja der einzige Wald, wo ich bisher Dammwild auf der Wildkamera drauf hatte. Vor über ein Jahr hatte ich gelesen in der Zeitung, dass hier Schafe gerissen worden sind von Wölfe. Deswegen habe ich angefangen, die Wildkamera hier hinzuhängen. Habe auch ein paar schöne Aufnahmen zustande bekommen. Unter anderem Albino-Wildschweine und Dammwild. Und deswegen hänge ich schon seit geraumer Zeit immer wieder die Kameras hier auf. Jetzt muss ich nur gucken, wo die Stelle war. Also ich hänge sie hier an dem kleineren auf. So, die Ziomoor TY70, die hängt jetzt hier, ist scharf geschaltet. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt und die Glocke, dann seht ihr auch immer rechtzeitig die neuesten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, Frieden auf der Welt. Ciao. Euer Wari. Geht gleich nochmal zu hier. Ich habe die Salzinger Batterien drin. Die waren gut.